Dienstag, 25. Juni 2013, 19:02 Uhr, iOS 7 Beta 2. Das sind die Rahmenbedingungen für dieses Video. Denn heute hat Apple die erste Developer-Preview-Version von iOS 7 für das iPad veröffentlicht. Es gab bereits eine Vorschauversion für das iPhone und für den iPod Touch. Für das iPad ist die Version halt jetzt erst rausgekommen und das Ganze schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal an. Ja, die Animationen wirken wirklich sehr, sehr gut, gerade auf dem iPad mit dem großen Retina-Display. Hier können wir mal diese 3D-Homescreen-Funktion sehen. Hat zur Auswirkung, dass quasi der Homescreen so wirkt, als hätte man mehrere Ebenen, in der hintersten Ebene das Bildschirmbild, in der mittleren Ebene die Symbole und im Vordergrund die verschiedenen Menüs, das Nachrichtencenter und das Control Center. Auch dieser Effekt der unscharfen Halbtransparenz, was wir ja bereits von dem iPhone kennen, wirkt auf dem iPad wesentlich besser, da man im Hintergrund diese größeren Symbole, die verschwommen irgendwo dahinter liegen, noch wesentlich besser erkennen kann. Ja, gerade haben wir die neue Spotlight-Suche gesehen. So sieht der neue Kalender aus, wesentlich übersichtlicher als auf dem iPhone, wie ich finde. Ansonsten vom Layout ganz einfach gehalten: weiß, schwarz und rot. Ich finde, das passt, das sieht gut aus. Die neue Erinnerungen-App sieht auch ganz einfach aus: schwarz und weiß und die Schrift ein wenig blau. iOS 7 bietet ja auch ein echtes Multitasking und so wie wir hier gerade sehen können, können wir zwischen den Apps wechseln. Eine ganz ähnliche Oberfläche kennen wir schon von anderen Betriebssystemen. Auf dem iPad sieht das Ganze wirklich gut aus, auch noch besser als auf dem iPhone. Ja, die neue Notizen-App sieht auch extrem simpel aus. Interessant ist, dass sich die Tastaturfarbe auch häufiger verändert. Hier können wir sehen, wirklich weiß, schwarz und das war's. Im Layout hat sich auch ein wenig die Lupe verändert und sieht halt noch etwas abstrakter aus. Ja, die Maps-App hat sich auch nicht großartig verändert. Oben und unten können wir auch wieder eine Halbtransparenz sehen, wo die eigentlichen Karten durchschimmern. Auch die Musik-App sieht sehr einfach aus, wie schon gehabt. Schwarz, weiß, relativ simpel. Und ja, hier haben wir mal eine alternative App, zum Beispiel die App von 500 Pixels oder PX oder 500 Pixel oder wie man das auch immer nennen möchte. Ja, hier funktioniert eigentlich auch alles relativ gut. Was man nur durchweg erkennen kann, dass die WLAN-Verbindung in der iOS 7 Beta 2 in dem iPad, übrigens, was ich hier benutze, ist ein iPad 3, dass die WLAN-Verbindung nur sehr, sehr langsam funktioniert. Das heißt, die Daten werden irgendwie nur relativ langsam durch die Leitung geschoben. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Manchmal muss ich WLAN aktivieren, deaktivieren, wieder aktivieren, dann geht es wieder etwas schneller. Der App Store läuft auf jeden Fall flüssiger als der aktuelle iOS 6 App Store, der meiner Meinung nach komplett zerstört ist. Hier hinten können wir auch nochmal die Update-Funktion sehen, die dann auch automatisch Apps nach Wahl, wenn man das im Menü eingestellt hat oder in Einstellungen eingestellt hat, automatisch updatet. Ja, wenn wir uns mal die Details angucken, natürlich hier die Vollbilder-Preview der Apps, können wir auch wieder ein ähnliches Design feststellen, wobei die Details zu den Apps extrem langsam laden. Ja. Und hier haben wir auch gleich mal ein super Beispiel. Die iTunes U App soll aktualisiert werden. Schauen wir mal nach. Und sie wurde tatsächlich im Hintergrund, ohne dass ich es manuell auslösen musste, aktualisiert. Also das klappt auch schon mal. Und der Safari-Browser schaut wie folgt aus. Schwarz-weiß, passend zu meiner Fotoblog-Webseite, wo auch alles relativ schwarz-weiß gehalten ist, wirkt es ein wenig monoton. Der Browser ist noch etwas langsam, lädt relativ langsam. Wenn die Seiten aber geladen sind, laufen die Seiten relativ flüssig. Auch Seiten mit vielen Bildern. Man kann die Position der Tabs wechseln. Und auch hier ist die obere Adressleiste wieder ein wenig transparent. Mich erinnert das ein wenig an Windows 7, mit dem, glaube ich, dieser Aero-Effekt begonnen hat, dass auch in der Windows-Applikation diese oberen Leisten immer halb transparent waren.
Ja, dieser Teilen-Button hat sich geändert und auch die Funktionen haben sich ein wenig geändert. Dürfte eine Geschmacksfrage sein. Mir persönlich gefällt das nicht so. Die Mail-App ist, wer hätte es gedacht, in Schwarz und Weiß gehalten. Hier haben wir meinen Spam-Ordner, wo sich unter meiner iCloud-E-Mail-Adresse unglaublich viele E-Mails angesammelt haben. Vielen Dank dafür, Apple. Ja, wie wir sehen können, können wir die E-Mails zur Seite schieben. Dann gibt es die Funktion Mehr oder Löschen. Ja, dann gibt es noch dieses tolle Game Center oder Spiele Center, wo man 1, 2, 3, 4, 5, 5 lustige, blubbernde, bunte Blasen sieht. Die Video-App ist auch relativ einfach gehalten und übersichtlich gehalten. Wie wir hier sehen können, haut das mal wieder mit der Internetverbindung gar nicht hin. Ich konnte mir das Video gar nicht anschauen, denn irgendwie hat mal wieder alles gehakelt und nichts wurde geladen. Ja, die Uhren-App mit Weltuhr, mit Wecker, mit Stoppuhr und nicht zu vergessen dem Timer. Auch alles simpel gehalten. Vom Design her finde ich ein wenig schöner und auch mal ein wenig anders. Ja, die iTunes-App braucht auch ein wenig, bis dort Inhalte geladen werden. Auch überhaupt in iTunes läuft noch alles sehr, sehr langsam. Und diesmal hat die App auch wirklich die Grundfarben schwarz und weiß. Mal was komplett anderes. Ansonsten, wie gehabt, alles wirkt ein bisschen übersichtlicher, obwohl ganz viele Menüpunkte gerade unten relativ klein sind und naja, die Übersichtlichkeit ist so nicht gegeben. Ja, hier gibt es eine Übersicht über meine Fotos, über den Bilderstream aus den letzten Jahren, wo diese Bilder wirklich ganz, ganz klein sind und mit Finger drüber zeigen, werden die ein wenig größer. Ja, als nächstes gehen wir mal ein wenig die Einstellungsmenüpunkte durch, was sich denn hier so in iOS 7 geändert hat. In der Zentrale hat sich ein wenig geändert. Das Kontrollzentrum hat sich kaum geändert. Nicht-Stören-Modus ist auch relativ altbekannt. Wenn wir jetzt einfach mal auf Info klicken, können wir sehen, dass das die neueste Beta ist, die wir installiert haben, der iOS 7-Version. Ansonsten Softwareaktualisierung gibt uns auch keine weiteren Auskünfte, denn wir haben ja gerade erst das neueste iOS 7 installiert. Was sich aber ein wenig verändert hat, ist Siri. Und zwar hat Siri nicht nur eine weibliche, sondern nun auch eine männliche Stimme. Interessant ist aber, dass sich beide Stimmen anders anhören. Und zwar wie folgt. Hallo Siri. Guten Abend. Wie wird morgen das Wetter? Nimm morgen lieber einen Regenschirm mit. Wann geht heute die Sonne unter? Der Sonnenuntergang ist heute um 21:33 Uhr. Ja, so viel zur Stimme von Siri. Ansonsten hat sich auch noch die Reaktionsgeschwindigkeit von Siri sehr ins Positive geändert, denn Siri antwortet nun wesentlich schneller. Ja, weiterhin kann man die Schriftgröße einstellen und es gibt die Parallax-Funktion, so nennt sich diese 3D-Funktion, die den Hintergrund 3D-like aussehen lassen. Das kann man halt in diesem Bedienungshilfen-Menü ein- und ausschalten. Ja, ansonsten sind die Einstellungen wieder relativ identisch, wie wir das bereits kennen. Was allerdings neu ist bei den Hintergründen, wobei auch einige Hintergründe neu sind, dass man nicht nur diese statischen Bilder verwenden kann, sondern auch dynamische, also animierte Hintergründe. Auf dem Sperrbildschirm als auch auf dem Homebildschirm können diese animierten Schönheiten verwendet werden, je nach Geschmack, dürfte aber auch einiges an Akkuleistung ziehen, tut es zumindest jetzt. Mal schauen, wie das in der iOS 7 Final aussehen wird. Ja, ansonsten hat Safari auch noch die Unterstützung, dass der Keychain, also dass alle Passwörter und so weiter, die im Safari-Browser hinterlegt sind, mit der iCloud geteilt werden können und auch unter iOS 10 Mavericks und dem iPhone und weiß der Geier, was noch für iOS-Geräte genutzt werden kann. Ja,
Zum Ende habe ich noch ein paar Spiele ausprobiert, wen das interessiert. Die Spiele laufen einigermaßen flüssig. Gleich gibt es dann noch Real Racing 3. Das läuft nicht ganz so flüssig. Ansonsten würde ich mich wie immer über Kommentare, über eure Meinung zu dem neuen iOS und den bunten Symbolen und den größtenteils schwarz-weißen Apps interessieren. Und bis zum nächsten Video. Ich verabschiede mich dann schon mal. Ciao!